Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, geschätzte Gäste, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Ich glaube, ich muss das nicht weiter erklären, dass wir in einer schwierigen Zeit leben seit rund 2 Jahren. Das Coronavirus, das uns ständig belästigt und es immer mehr tut. Deshalb meine ich, ist es nur verständlich, eigentlich wünschenswert, dass man ab und zu auch ein Thema bringt mit positivem Inhalt. Das versuchen wir heute Abend zu tun. Ich sage versuchen, ob es uns dann gelingt, das wird dann unser Referent uns zeigen. Weil wir so genug haben von diesem Virus, möchten wir Ihnen heute Lebewesen vorstellen. Ich sage Lebewesen, weil die Viren als solche sind keine Lebewesen, habe ich gelernt. Wir möchten Ihnen also Lebewesen vorstellen, die einiges größer sind als Viren, Mikroorganismen, Einzeller. Dazu gehören Bakterien, ich will da gar nicht alles aufzählen, Mikroalgen, Pilze und so weiter und so fort. Viele dieser Mikroorganismen, das habe ich auch gelernt, sind für den Menschen absolut unentbehrlich. Der Mensch ist besiedelt, und damit zitiere ich jetzt, glaube ich, bereits aus unserer Programmbroschüre, der Mensch ist besiedelt von einer Vielzahl verschiedener Bakterien, welche sich im Laufe der Evolution auf unsere Körper spezialisiert haben. Forschungsresultate geben Hinweise darauf, dass diese Mikroorganismen wichtig sind, zum Beispiel für die Entwicklung oder Instandhaltung des Immunsystems, dass sie unsere Gesundheit nachhaltig positiv beeinflussen. Sie sollen uns vor Krankheiten schützen und unser Referent sagt sogar für unser Wohlbefinden, geistiges Wohlbefinden, das sollen sie beeinflussen. Ich persönlich habe immer geglaubt, Bakterien, die seien für Krankheiten zuständig, für Infektionen, aber eben, man lernt ja immer dazu. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass wir heute jemanden einladen konnten. Unser ehemaliges Vorstandsmitglied Hans-Jörg Büchler hat das noch getan. Ein Referent, der diese komplexe Beziehung, die der Mensch zu seinen Mikroorganismen hat, der das etwas beleuchtet. Wie wirkt sich zum Beispiel der moderne Lebensstil auf diese Mikroorganismen aus? Antibiotika, was tun die mit diesen Mikroorganismen? Das sind einige Fragen, von denen wir heute eine Antwort erhoffen. Ich freue mich, Ihnen jetzt unseren Referenten vorstellen zu können. Er hat in den 80er Jahren experimentelle Biologie studiert an der ETH, hat dann mit dem Doktorat abgeschlossen, 91, 92, glaube ich. Hat dann an verschiedenen Orten gearbeitet, ist als sogenannter Postdoctoral Fellow an die Stanford University in Stanford in den USA, hat dort 3 Jahre gearbeitet, kam zurück, wurde Assistenzprofessor am Biozentrum in Basel, ist dann seit 2002 Associate Professor und seit 2008 ordentlicher Professor. Er ist Mitglied in verschiedenen Gesellschaften, ich will nur 2 aufzählen, die wirklich potent sind, zum Beispiel die American Academy of Microbiology und die Europäische Organisation für Molekularbiologie. Also Sie sehen, we got a body here. Es freut mich sehr, das Wort jetzt unserem Referenten geben zu können. Ich begrüße herzlich Professor Dr. Urs Jenal. Er ist Bündner und arbeitet aber im Biozentrum in Basel. Wir sind sehr gespannt. The talk is yours. Thanks. Vielen Dank, Herr Lippbrunner, für die wunderschöne Einführung. Guten Abend allerseits. Ich muss beginnen mit einem Disclaimer. Wie man so schön sagt, ich bin kein Arzt, bin auch kein Immunologe und ich bin schon gar kein Ernährungswissenschaftler.
Und all das hat heute mit meinem Vortrag etwas zu tun. Ich bin ein ganz simpler Mikrobiologe und ich versuche Ihnen ein bisschen was über diese, ich habe noch ein Wort in den Titel hineingeschmuggelt, in diese komplexe Beziehung zwischen uns Menschen und den Mikroorganismen zu erzählen. Sie sehen auf meinem Bild auch, ich habe hier verschiedene Symbole drauf, das ist immer eine Geldgeber. Das ist wie beim Fußball. Ich habe das allerdings nicht auf dem Trikot drauf. Aber das sind die Leute, das sind die Agencies, die meine Forschung finanzieren. Vor allem der Schweizerische Nationalfonds, europäisches Geld auch, natürlich die Universität Basel und das Biozentrum, an dem ich beheimatet bin. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und Leben gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren auf diesem Planeten. Und das erste Leben waren Mikroorganismen. Fast die ganzen 3,5 Milliarden Jahre über waren es nur Mikroorganismen. Das ist eine geballte Ladung an Lebenserfahrung, die die Mikroorganismen mitbringen. Die hatten 3,5 Milliarden Jahre Zeit, sich zu optimieren, Prozesse zu optimieren, Fitness zu steigern und jede noch so kleine Nische auf unserem Planeten zu besetzen. Der Mensch kam vor etwa 300.000 Jahren auf die Welt. Der moderne Mensch, Homo sapiens, ein Spätankömmling, absolut spät. Und es war klar, dass jedes Leben nach den Mikroorganismen, das auf dem Planeten erschien, sich mit den Mikroorganismen irgendwie arrangieren musste. Die waren schon da, und zwar zahlenmäßig überlegen. Und genau das hat der Mensch gemacht, und das ist diese Beziehung, die ich Ihnen gerne erklären möchte. Der Mensch hat sich arrangiert, und zwar vor allem im Guten, aber eben auch im Schlechten. Es gibt zwei Narrative von der Geschichte. Das eine ist eine neue, eine spannende Geschichte von den Guten. Aber wie in jedem Spaghetti-Western gibt es auch die Bösen. Und die Geschichte über die Bösen, das ist eine irgendwie abgedroschene alte Geschichte. Man will sie schon gar nicht mehr hören. Aber ich werde sie heute auch erzählen als zweites, weil die beiden Geschichten haben was miteinander zu tun. Und ich versuche auch ein bisschen diese Narrative zusammenzubringen, weil eigentlich ist es ein Narrativ, das zusammengehört. Also als guter Wissenschaftler oder als guter Mikrobiologe muss ich in meinem ersten Slide, in meinem ersten Bild natürlich muss ich zeigen, wie wichtig die Mikroorganismen sind. Und ich nehme dieses Bild hier von einem englischen Illustrator, der Andrew Ray, hat das hier gemacht. Mikroorganismen sind überall. Es gibt auf der Welt 5×10^30 Mikroorganismen, Bakterien. Die Viren sind da nicht mal drin. Die Pilze sind auch nicht drin. 5×10^30 ist eine 5×30 Nullen. Das ist eine riesengroße Zahl. Wenn Sie diese Biomasse hochrechnen von diesen Zellen, die sind winzig klein. Jede Zelle ist 1 Millionstel Meter groß. Sie sehen die von Augen nicht. Sie brauchen ein Mikroskop. Wenn Sie die Biomasse hochrechnen, entspricht das der Biomasse der Pflanzen. Das ist etwas absolut Unglaubliches. Sie sehen die Pflanzen. Wir gehen im Wald spazieren. Wir sehen die Mikroorganismen, sehen sie nie. Und trotzdem ist die Biomasse etwa gleich groß. Die sind ubiquitär, das heißt, sie sind überall. Sie haben wirklich jede Nische besetzt, die es auf unserem Planeten gibt. Sie hatten ja auch genug Zeit, 3,5 Milliarden Jahre. Sie treiben die Stoffkreisläufe an auf unserem Planeten. Nehmen wir die Bakterien raus, bricht alles zusammen, alles. Und sie sind Wechselwirkungen eingegangen mit allen Lebensformen, die wir kennen auf dem Planeten. Es kam eben keine Form von Leben kam um die Mikroorganismen herum. Es gab sofort eine Wechselwirkung, im Guten und im Schlechten auch. Und nicht, das darf man nicht vergessen, sie sind wirklich die ultimativen Räuber auf diesem Planeten. Wenn unser Immunsystem nur ein bisschen nachlässt, ein bisschen zusammenbricht, dann fressen sie uns auf, sofort. Das ist ganz klar. Also die sind immer da, die sind überall. Und wir haben uns mit denen irgendwie arrangiert. Und das geht gut für beide Seiten. Und darüber möchte ich Ihnen ein paar Geschichten erzählen. Ich beginne mit einer Prüfung. Meistens mache ich die Prüfung am Schluss. Ich habe 4 Fragen aufgestellt, Sie können die durchlesen und dann können Sie sie beantworten und ich gebe Ihnen dann nachher die Antworten. Okay. Studenten kriegen auch nicht so viel Zeit. Haben Sie es? Alles da?
Das sind die Antworten. Das Einzige, was nicht stimmt auf dem Slide, ist die zweite Frage. Es ist eben gerade nicht die Aufgabe des Immunsystems, unseren Körper steril zu halten. Eben gerade nicht. Weil es eben Milliarden von Bakterien in und auf unserem Körper drauf. Und was wir erleben, ist eine Art Symbiose zwischen Mensch und Mikroorganismen. Und das ist nichts Neues. Symbiosen gibt es ganz viele. Ich möchte Ihnen zwei, drei Beispiele machen. Zum Beispiel gibt es hier eine Symbiose zwischen diesem Laternenfisch, der lebt irgendwo ein paar tausend Meter unter der Wasseroberfläche, völlige Dunkelheit. Und da vorne hat er eine Laterne und diese Laterne züchtet er seine eigenen Bakterien. Und die Bakterien produzieren Licht und die Laterne, die Lichtlaterne, hält er dahin. Wenn es ganz dunkel ist, andere kleine Fische sind neugierig, die schwimmen dahin und dann werden sie gefressen. Das Maul ist schon auf. Dieser kleine Tintenfisch macht genau das Gegenteil mit dem gleichen. Der hat auf dem Bauch hier ein kleines Organ und da züchtet er jeden Tag. Der ist nachtaktiv, Tag schläft er irgendwo im Sand. Da züchtet er seine Bakterien in diesem Lichtorgan drin. Jeden Abend, also jeden Morgen spuckt er sie wieder raus, züchtet er neue. Und zwar genau eine Spezies. Es gibt tausende von Spezies im Meer von Bakterienspezies. Eine einzige passt. Die geht da rein, vermehrt sich dramatisch. Und was macht sie? Produziert Licht. Und das benutzt der Tintenfisch, um seine Räuber zu täuschen. Die sehen dann den Tintenfisch da oben, da gibt es eine kleine Laterne und dann denken sie, ja, vielleicht ist es doch keine Beute, es ist ein Mond, irgendwie so. Also das ist eine Art, zumindest nimmt man das an, eine Art Täuschung. Und dann gibt es andere Symbiosen, ganz skurrile. Wenn Sie wiederum 3.000, 4.000, 5.000 Meter unter das Meer tauchen, dann finden Sie diese Black Smokers. Das sind so quasi, das sind Zonen, wo ganz heißes Wasser aus der Erdoberfläche ins Meer hineinstößt. Das Wasser ist angereichert mit Schwefel und da sieht man wunderschön, wenn das ins Wasser kommt, dann verbindet sich der Schwefel mit dem Eisen im Wasser zu unlöslichem Eisensulfid. Und rund um diese Black Smokers finden Sie ganz skurrile Tiere wie diese Röhrenwürmer. Und das sind eigentlich nur wie Veloschläuche. Vollgestopft mit Bakterien, die Schwefel reduzieren, die Energie daraus entnehmen und das CO2 gelöst im Wasser zu organischer Materie umsetzen. Das heißt, der Röhrenwurm züchtet so quasi in seinem Innern seine eigenen Bakterien, die ihm die Energie und die organische Materie liefern. Und man nimmt an, dass der Mensch nichts anderes ist als eine moderne Form eines Röhrenwurms. Und das werde ich Ihnen gleich zeigen. Also der Mensch ist eine Art Superorganismus. Ich nehme an, Sie kennen diese Zahlen, die werden ja heute herumgereicht. Es ist auch erstaunlich, in Ihrem Körper leben 100 Billionen Bakterien, 10 hoch 14, also eine 1 mit 14 Nullen. Das sind mehr Zellen als menschliche Zellen, 3 bis 4 Mal mehr als menschliche Zellen. Erstaunlich. Wir denken immer, wir sind Mensch, aber eigentlich sind wir, sehen Sie, das ist hier in diesem Bild, das ist Mensch und das. Zumindest wenn man zählt. Vielleicht noch erstaunlicher, wenn man die genetische Vielfalt von unseren eigenen Bakterien mit unserer genetischen Vielfalt vergleicht, dann ist die 100-mal höher der Bakterien. Ich habe das vor Jahren mal aus dem Time Magazine rauskopiert. Da sehen Sie, der Mensch, Genetik, Gene, Anzahl Gene, jedes Gen kodiert für eine Funktion in unserem Körper. Die Bakterien in unserem Körper haben 100-mal mehr Gene, als wir Gene haben. Und darum nicht erstaunlich, die Stoffwechselaktivitäten unserer Bakterien sind ähnlich groß wie die unserer Leber. Das ist unser Stoffwechselorgan par excellence. Die Bakterien können das alle auch. Das heißt, wir betrachten eigentlich diese Bakterien in unserem Körper wie ein zusätzliches Organ. Leber, Niere, Lunge. Das ist ein bisschen Nomenklatur. Man nennt Mikrobiom, das sind die Gesamtheit aller mikrobiellen Gene in unserem Körper. Und die Mikrobiota ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen. Ich vertausche die Ausdrücke immer. Also das ist eigentlich was Äquivalentes. Jetzt, woher wissen wir, dass es die gibt? Ich kann Ihnen sagen, die Wissenschaft hat die eigentlich immer ignoriert, richtig ignoriert, über Jahrzehnte. Und erst etwa vor, jetzt sind es fast 20 Jahre, hat man gemerkt, dass diese Mikroorganismen in unserem Körper, auch auf unserem Körper, nicht einfach zufällig da sind, sondern dass sie ganz gezielt vom Menschen akquiriert werden und ganz gezielte Funktionen haben.
Und angefangen hat das mit einem Projekt in Amerika, das NIH, das ist the National Institute of Health, also die Gesundheitsbehörde der Amerikaner, hat 120 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt und hat gesagt, wir wollen etwas über die Bakterien im menschlichen Körper erfahren. Dann haben sie mit diesem Geld, haben sie 300 Individuen ausgelesen, Personen, und haben die an 15 Körperstellen, definierten Körperstellen, gesampelt. Das heißt, sie haben Abstriche gemacht. Und dann haben sie 35 Millionen Sequenzierreaktionen gefahren. Das heißt, sie haben nicht die Bakterien nicht kultiviert. Die konnten sie gar nicht kultivieren. Sie wussten ja gar nicht, was da ist. Die meisten Bakterien, die auf unserem Körper und in unserem Körper drin leben, können wir immer noch nicht kultivieren. Aber wir können ihre genetische Information entschlüsseln. Das heißt, wir können Rückschlüsse machen darauf, wer da überhaupt lebt, in und auf unserem Körper. Und was sie gefunden haben, das war ein Durchbruch. Das hat das ganze Feld erst einmal auf die Bühne gehoben. Und ich habe versucht, diese wichtigsten Befunde hier zusammenzufassen. Sie haben gefunden, dass die Bakterien in unserem Körper hochspezialisiert sind. Sie haben 10.000 neue Bakterienarten gefunden im und auf dem Körper von Menschen, die man sonst wo nirgendwo findet. Das heißt, die sind sehr spezialisiert auf die Nische Mensch. Das ist klar. Dann ist es etwas sehr Persönliches. Jeder von Ihnen hat einen eigenen Cocktail, eine eigene Mischung von Hunderten von diesen Bakterien, eine Mischung. Und Sie haben einen anderen als Sie. Und die Wissenschaft kann von jedem von Ihnen so quasi diesen Fingerabdruck nehmen und sie kann das so quasi auf sie zurückverfolgen. Also das Ganze ist relativ stabil, das steht hier auch. Diese Zusammensetzung ist zumindest im mittleren Teil des Lebens ziemlich stabil, verändert sich nicht. Außer, jetzt kommt es, ist auch flexibel, außer sie verändern ihren Lebensstil dramatisch. Zum Beispiel hören sie auf, Fleisch zu essen oder sie trinken plötzlich viel mehr Alkohol als sonst. Dann wird sich Ihr Mikrobiom anpassen. Aber wenn Sie das nicht tun, ist es einigermaßen stabil, fast über das ganze Leben hinweg. Also spezifisch, und man nimmt an, dass sich eben diese Bakterien zusammen mit dem Mensch in den letzten halben Millionen Jahren zusammen mit dem Mensch koevoluiert hat. Co-Speciation nennt man das. Also quasi der Mensch während seiner Evolution sich seine eigenen Bakterien so quasi gezüchtet hat. Also die Zusammenfassung wäre dann, die Zusammensetzung der menschlichen Mikrobiota ist nicht zufällig, sondern hochspezialisiert und das Produkt einer langen gemeinsamen Geschichte, Entwicklung, eine halbe Million Jahre. Hier sehen Sie ein wunderschönes Bild hier aus den oberen Atemwegen. Vielleicht müssen Sie hier und da auch zum Covid-Test, dann macht jemand so ein Ding, so ein Röhrchen in Ihre Nase rein. Wenn Sie da einen Abstrich davon machen, das ist aus den oberen Luftwegen an der Nase hier, da hat es nicht nur Viren drin, da hat es ganz viele Bakterien drin, das sehen Sie hier, wunderschönes Bild. Sie können die Haut samplen, das ist ganz erstaunlich. Sie haben Bakterien auf der rechten Hand, auf der linken Hand, das Ganze ist stabil. Sie können ihre Hände waschen, die kommen sofort wieder zurück. Und zwar, die Zusammensetzung ist die gleiche. Es gibt sogar Studien, die sagen, auf der linken und auf der rechten Hand hat es andere Bakterien. Das ist auch spezifisch. An ihren feuchteren Körperstellen, wie da zum Beispiel unter den Achseln, Kniehöhlen, hat es andere Bakterien als an den trockenen Stellen. Also ein stabil eingestelltes Gleichgewicht. Erstaunlich. Jetzt die meisten Bakterien, wo hocken die? Da, wo es am meisten zum Fressen gibt. Und da, wo sie dreimal im Tag gefüttert werden, oder? Und das ist natürlich hier im Verdauungstrakt. Und wenn man von oben nach unten durch den Verdauungstrakt durchgeht, dann sieht man, dass nicht nur die Anzahl der Bakterien zunimmt, sondern auch die Diversität der Bakterien nimmt zu. Ganz oben im Magen ist ein unfreundliches Klima, sauer, sehr sauer, pH 1 bis 2, grauenhaft. Da gibt es ein paar Spezialisten, Sie sehen etwa 1000 Bakterien pro Gramm Mageninhalt. Wenn Sie weiter nach unten gehen in den Dünndarm, das ist ein lustiges Organ, der Dünndarm, 5 Meter langer Schlauch, den Sie dann im Bauch haben, riesengroße Oberfläche. Die meisten Nahrungsmittel nehmen Sie im Dünndarm auf. Da hat es aber auch nicht so wahnsinnig viele Bakterien drin, etwa 10 Millionen pro Gramm. Das ist nicht so spannend. Das wirklich Spannende passiert weiter unten im Dickdarm. Sie sehen, die Zahlen explodieren richtig gehend. Da werden die Dichten der Bakterien werden richtig groß. Und ich werde Ihnen nachher sagen, da passieren auch die spannenden Reaktionen im Dickdarm. Also Bakteriendichte, Vielfalt nimmt zu. Dünndarm, genau, ganz wichtig.
nochmals, wenn Sie essen, leicht Verdauliches insbesondere, durch den Magen durch, in den Dünndarm wird sofort absorbiert von dem Körper, im Dünndarm. Jetzt, wenn Sie eine von diesen vielen Bakterien sind im Dickdarm, ja, dann kriegen Sie nichts zum Fressen. Und da, die sitzen alle da und warten darauf, dass Sie etwas kriegen. Und das Einzige, was Sie kriegen, und das ist wichtig jetzt, das Einzige, was Sie kriegen, ist Schwerverdauliches. Das geht nämlich durch den Dünndarm durch. Das wird nicht, wenn Sie ein Stück Weißbrot essen am Morgen, dann ist das am Mittag bereits im Dünndarm absorbiert. Schon weg. Das heißt, die Bakterien da unten, die werden das gar nicht zu Gesicht bekommen. Aber wenn Sie Pflanzen essen, dann machen Sie die da unten ziemlich glücklich. Und das ist wichtig und ich komme darauf zurück. Das Ausgeschiedene dann, 50% des Stuhls, den wir jeden Tag ausscheiden, sind Bakterien. Und hier sehen Sie, das ist ein elektronenmikroskopisches Bild, angefärbt von einem Künstler. Hier sehen Sie Pflanzenfasern, die nicht verdaut worden sind. Die Hälfte der Biomasse, das sind Bakterien, die wir jeden Tag ausschütten. Das ist wie ein Fermenter. Jeden Tag generieren wir Unmengen von Bakterien und scheiden die aus. Jetzt ganz wichtige Frage, woher kommen die? Wenn das so ein stabiles Verhältnis ist, wenn wir uns da auf eine stabile Partnerschaft einlassen, wie akquirieren wir die? Und es ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich klar, dass der Mensch steril geboren wird. Es gab mal diese Thesen, dass bereits in der Plazenta beimpft wird. So, das ist wahrscheinlich alles Quatsch. Der Mensch wird steril geboren, aber bereits während der Geburt wird er beimpft. Die vaginale Flora der Mutter ändert sich während der Schwangerschaft. Sie bereitet sich bereits vor auf diese Geburt und dann wird beimpft. Also wichtig ist eigentlich nur das da oben. Das ist ein kompliziertes Leid. Vergessen Sie das mal für einen Moment. Jetzt sind wir also da. Jetzt wird beimpft. Wir wissen, wenn die Kinder nicht normal auf die Welt kommen, sondern durch Kaiserschnitt, dann ist die Pioniergesellschaft, die sich da einnistet in den ersten paar Monaten, nicht ähnlich der Vaginalflora der Mutter, das ist sie normalerweise, sondern sie ist ähnlich der Hautflora der Mutter. Aber immer noch von der Mutter. Das ist so. Wir wissen, dass das da, Brustmilch der Mutter, zwar keine Bakterien in den kindlichen Körper übergibt, aber die sogenannten Präbiotika, das sind nämlich die Nährstoffe, die die richtigen Bakterien brauchen, um sich in dieser Pioniergesellschaft zu vermehren. Das wissen wir. Und wir wissen auch, wenn Sie anstatt Muttermilch Nestlemilch nehmen, dann können Sie zwar Ihr Kind ernähren, aber das hat einen Einfluss auf die Zusammensetzung dieser Pioniergesellschaft, das wissen wir. Also diese erste Periode, diese Neonatale, ist ganz wichtig. Dann kommt eine zweite Periode, dann beginnt das Kind an feste Nährstoffe zu sich zu nehmen und dann explodiert die Diversität richtig gehen. Und wiederum wird von der Mutter beimpft oder vom engeren Umfeld. Sie wissen, wie das geht, man kaut so ein bisschen vor fürs Kind und füttert dann das Kind. Das ist richtiggehend direkte Beimpfung. Oder Sie kennen die Geschichte mit dem Nuki, der fällt raus, Dreck dran, man steckt ihn ins Mund und wieder rein. Das sind Beimpfungen. Man transferiert direkt Mikroorganismen, Mutter, Vater, ans Kind. Es gibt viele Studien, die zeigen wunderschön, dass wenn Sie samplen bei Kleinkindern nach 1, 2, 3 Jahren, dann merken Sie, die Mikroorganismen, die gesampelt werden vom Kind, sind ganz ähnlich wie die im familiären Umfeld. Am ähnlichsten dem der Mutter, aber auch der Geschwister, Vater und so. Das heißt, es wird eingesammelt in der Familie, in der unmittelbaren Umgebung. Also das ist ein Bild, also das Sampling-Ding. Heißt, diese ersten 1, 2 bis 3 Jahre, die sind absolut essentiell. In dieser Zeit ist die Zusammensetzung noch sehr labil. Es kann noch viel passieren. Und sobald die 2, 3 Jahre mal durch sind, wird die Zusammensetzung dieser Mikroorganismen relativ robust und stabil. Ändert sich dann ein bisschen in der Pubertät, schwierige Phase. Da kommen die Geschlechtshormone rein und die machen das Ganze, heute würde man sagen, gender-specific. Mädchen kriegen ein bisschen andere Mikrobiota im Darm als die Buben. Das ist auch umgekehrt so. Es ist nicht nur so, dass die
Geschlechtshormone die Mikrobiota beeinflussen, sondern die Mikrobiota beeinflussen die Geschlechtshormone. Es gibt Versuche mit Mäusen. Sie können eine ausgewachsene männliche Maus nehmen und sie können das Darmmikrobiom transplantieren in eine weibliche Maus. Und was macht die in eine junge weibliche Maus? Und was macht die? Die beginnt Testosteron zu machen. Männliches Geschlechtshormon. Völlig verrückt. Und das suggeriert, dass diese Kommunikation auf zwei Seiten geht. Also nicht nur wir mit unseren Hormonen beeinflussen die Mikrobiota, sondern die Mikrobiota beeinflussen unseren Hormonhaushalt. Und dann sind wir erwachsen, wie wir alle hier, da gibt es fast keine Veränderung mehr, außer eben bei Frauen, Schwangerschaft, dramatische Veränderung. Das Mikrobiom einer schwangeren Frau sieht so ein bisschen aus wie das Mikrobiom eines Fettleibigen. Das heißt, es muss mehr Energie aus der Nahrung angezogen werden, das Kind muss versorgt werden, die Mikrobiota reagiert auf das, es werden andere Bakterien angezogen. Also, das ist völlig verrückt eigentlich. Und wenn die Schwangerschaft vorbei ist, geht das wieder zurück in den normalen Zustand. Und dann im Alter, weiß man auch, im Alter fällt das Ganze auseinander. Das heißt, das Mikrobiom verliert seine Stabilität und man hat lange angenommen, dass das Mikrobiom mit dem Menschen mitaltert. Aber das ist eigentlich wahrscheinlich nicht so. Was viel wahrscheinlicher ist, dass wir natürlich mit dem Altern unsere Lebensgewohnheiten ändern. Wir essen vielleicht nicht mehr gleich, wir essen nicht mehr gut, wir bewegen uns nicht mehr. Und das hat einen direkten Effekt aufs Mikrobiom. Also, langes Ding. Funktionen, was machen die? Was machen die überhaupt da drin? Und es gibt ein paar Sachen, von denen wissen wir, dass sie es machen. Natürlich versorgen sie uns mit essentiellen Nährstoffen. Folsäure, Vitamin B9 nehmen wir über Pflanzennahrung aus, Erwachsene. Kleinkinder können das noch nicht. Kleinkinder brauchen Folsäure von ihrer Mikrobiota. Die stellen Folsäure für sie her und nur dann, das brauchen sie. Das ist ein essentielles Vitamin, wir können das nicht selber herstellen. Dann, wichtige Geschichte, sie fermentieren Fettsäuren für uns aus Nahrungsfasern, und zwar drei Fettsäuren. Ich werde darauf zurückkommen. Essig, Butter und Propionsäure. Das passiert im Dickdarm. Darum ist er so spannend. Und das gibt uns ein Sättigungsgefühl, es ist entzündungshemmend, es verbessert die Insulinwerte etc. Es hat eine ganze Reihe von positiven Effekten. Ich komme darauf zurück. Es steuert, wie ich gesagt habe, die Energieverfügbarkeit. Man nennt das Energy Harvest. Das heißt, wie viel Energie aus Ihrer Nahrung, die Sie zu sich nehmen, tatsächlich dem Körper zur Verfügung gestellt wird, bestimmen nicht wir, sondern unsere Mikroorganismen. Und darum verändert sich die auch in der Schwangerschaft, verändert sich die, um mehr Energie aus der Nahrung abzuziehen. Und auch nicht unwichtig, die Nische ist besetzt durch unsere Kommensalen, durch unsere Freunde. Und das verhindert, dass die Bösen, die Pathobionten, die Krankheitskeime einwandern. Ganz wichtiger Schutz für uns. Und vielleicht das Verrückteste, sie steuern unser Immunsystem. Sie haben das bereits gesagt, Herr Lipponer. Man weiß, dass Mäuse, wenn sie die keimfrei züchten, sie können das, ohne Bakterien, absolut keimfrei, spezielle Apparaturen können sie machen, die Mäuse leiden überhaupt nicht, aber man weiß, die haben ein unvollständig entwickeltes Immunsystem. Wir brauchen die Bakterien, um unser Immunsystem zu entwickeln. Und jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen was über Immunsystem erzählen, aber ich habe erstens keine Zeit und zweitens gibt es sprachgewaltigere Eidgenossen, die das besser können. Ich zitiere hier aus der Republik Konstantin Seib, den kennen Sie sicher alle. Der hat vor 10 Tagen genau hat er einen Artikel geschrieben über das Immunsystem. Wunderbar. Da sagt er, heute hat die er hat das gemacht, weil die nationale Impfwoche begonnen hat. Er hat gesagt, ich nehme das zum Anlass, um die Leute mal ein bisschen aufzuklären. Was ist das Immunsystem überhaupt? Und vielleicht wissen Sie es, das Immunsystem ist ein hochkomplexes Gebilde aus Zellen, Geweben, Organen. Und es hat die Aufgabe zu unterscheiden zwischen Selbst und Fremd. Und es tut dies in verschiedener Art und Weise. Es hat eine schnelle Eingreiftruppe. Die kommen sofort, wenn irgendwas Fremdes reinkommt. Aber die geben schnell auch wieder auf. Und dann hat es eine nachhaltige Truppe und die hat ein Gedächtnis. Das sind dann die Gedächtniszellen. Und wenn die mal was gemacht hat, die sind zwar eben langsam, aber wenn sie mal was gemacht haben, dann bleibt es im Gedächtnis zurück. Darauf komme ich auch zu sprechen. Jetzt sagt Herr Seib, ich nehme das zum Anlass,
der brutalsten, komplexesten Kriegsmaschinerie dieses Planeten ein paar Zeilen zu widmen, mit ihrem Immunsystem. Schön gesagt, oder? Brutalsten, komplexesten. Ich bin ja nur ein trockener Wissenschaftler, das hätte ich nicht so schön sagen sollen. Und dann spricht er hier von Mikroweltgemetzel. Meine Güte, nicht schlecht. Also, aber es ist tatsächlich so, es ist ein guter Artikel, schön zusammengefasst. Und dann sagt er auch noch, so genial das Immunsystem ist, so gefährlich ist es auch. Und auch da werde ich noch was darüber sagen. Also, das Immunsystem hat wirklich eigentlich ganz simpel gesagt nur eine Aufgabe. Es muss unterscheiden können zwischen selbst und fremd. Es muss seine eigenen Zellen schonen, aber alle Zellen, die von außen reinkommen, muss es gnadenlos, Kriegsmaschinerie zerstören. Ja? Laut Sebastian Seibel oder Konstantin Seibel. Natürlich sind das unsere eigenen Zellen. Es muss auch Krebszellen sofort entfernen, macht es auch sehr effizient. Aber es muss auch die Mikroorganismen unterscheiden können, die Guten und die Bösen. Jetzt wird's knifflig, jetzt wird's komplex. Ja. Wie macht das Immunsystem das? Das Immunsystem kann das nicht vom Tag 1 an bereits machen. Es muss trainieren. Und die Trainingsfelder sind die Schleimschichten in unserem Körper, in der Lunge, in unserem Urogenitaltrakt und in unserem Verdauungstrakt. Also diese Schleimschichten, hier ist ein Querschnitt durch den Dünndarm, den habe ich jetzt zwei, dreimal erwähnt. Hier innen ist das Lumen, da kommt die Nahrung von oben vom Magen rein und geht dann unten in den Dickdarm weg. Und Sie sehen, das sind diese Darmzotten, eine unglaubliche Vergrößerung der Oberfläche. Hier steht es, die Oberfläche Ihres Dünndarms ist 30 bis 40 Quadratmeter groß, also ein Riesenfeld hier, damit eben die Nahrung effizient aufgenommen werden kann. Und hier passiert das Training, weil da und in der unteren Schicht hier, man nennt die Lamina propria, da sitzen die Immunzellen drin. Und es gibt einen Austausch vom ersten Tag weg im neugeborenen Kind. Trainiert das Immunsystem. Und was es da genau macht, das ist ein viel zu kompliziertes Bild hier, aber ich kann das ganz simpel machen. Das sind diese Darmzotten wieder. Und wenn Sie eine normale Zusammensetzung haben von diesen kommensalen Bakterien, Pioniergesellschaften, habe ich vorher gesagt, dann werden die vom Immunsystem, da unten hat es B-Zellen, das sind Antikörper produzierende Zellen, da hat es T-Zellen, Killerzellen, hat es da drin Helferzellen, komplex. Aber die tasten das ab, was da draußen läuft, und die bilden eine Toleranz aus gegen das, was sich da bildet in der Lumenseite. Es gibt eine Immuntoleranz dagegen. Ganz wichtig. Und das passiert alles in den ersten paar Monaten. Wenn Sie jetzt aber eine sogenannte Dysbiose haben, wenn diese Zusammensetzung sich völlig verschiebt oder wenn sogar pathogene Keime da reinkommen, die sich nicht an das Abkommen halten, ihr bleibt da im Lumen und wir sind da drin, klar separiert, sondern die dringen da ins Gewebe, ins menschliche Gewebe ein, dann gibt es eine starke Entzündungsreaktion. Und ich habe Ihnen gesagt, das Immunsystem hat ein Gedächtnis. Wenn das passiert in der frühen Kindheit, später erinnert sich das Immunsystem dran. Und es gibt eben diese Kopplung an Immunkrankheiten später im Leben, wenn früh im Leben etwas schiefläuft. Und es gibt diese Hypothese, dass eine abnormale Zusammensetzung des Mikrobioms in der frühen Kindheit zu Fehlentwicklung des Immunsystems führt. Dieses Trainingslager funktioniert irgendwie nicht, die werden nicht gut trainiert. Und das führt zu gesundheitlichen Störungen später im Leben. Und dazu möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Also was heißt Dysbiose jetzt genau? Und da wird es wiederum sehr schwammig, weil ich habe Ihnen gesagt, das Unwissen in diesem Feld ist noch sehr, sehr groß. Eben ist ein junges Feld, die wissen es nicht genau. Man nimmt an, dass Dysbiose zum Beispiel heißen könnte, dass bestimmte Schlüsselarten im Darm einfach verloren gehen. Aber wir wissen nicht genau, was das für Schlüsselarten sind. Das kann Ihnen niemand, kein Forscher kann Ihnen sagen, wie viele von diesen 800 oder 1200 Bakterien, die in ihrem Darm leben, wirklich essentiell sind für ihre Gesundheit. Wissen wir nicht. Aber es könnte sein, dass es ein paar sind, die sind absolut notwendig. Und es könnte sein, dass die verloren gehen. Es könnte auch sein, dass Krankheitskeime reinkommen, habe ich bereits erwähnt. Und es könnte sein, dass die gesamte Vielfalt einfach verloren geht. Und da gibt es ganz viele Daten dafür, dass das tatsächlich passiert. Und ich zeige Ihnen nur einen Datensatz. Das ist aus einer Publikation hier, das ist ein bisschen älter, fast 10 Jahre alt. Das heißt, man weiß das eigentlich schon ziemlich lange. Jeder Punkt auf dieser Grafik ist ein Mensch. Und was die Leute gemacht haben, von jedem von diesen Menschen, die haben nichts anderes gemacht, die haben einfach das Darm-
Mikrobiom analysiert und haben gefragt, wie viele verschiedene Arten Bakterien gibt es in diesem Menschen drin im Darm. Übers Alter. Und Sie sehen wunderbar, am Anfang beginnen wir alle mit fast keinen, ist nichts, und dann explodiert es. In den ersten paar Jahren explodiert das Richtige. Die Anzahl der verschiedenen Bakterien, das ist auf der Y-Achse hier, geht hoch wie verrückt. Aber das Entscheidende hier sind die verschiedenen Farben. Weil die Forscher haben Mikrobiome gesampelt in der westlichen Welt, hier in Winterthur, in Basel, in Zürich, in Berlin, New York, London, Paris. Und sie haben die verglichen mit den Mikrobiomen einer Agrargesellschaft, einer typischen Agrargesellschaft im südlichen Afrika, Malawi. So ein bisschen ähnlich, wie es vor 100 Jahren bei uns war. Bauen. Und sie haben die verglichen mit einem Stamm, die Yanomami, der lebt im Orinoco-Delta, das Grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien. Das ist ein Stamm seit der Besiedlung des südamerikanischen Kontinenten vor 11.000 Jahren über Alaska ist das passiert, sind die nie mit einer westlichen Zivilisation in Berührung gekommen. Das heißt, das ist eigentlich so quasi der Urzustand. Und Sie sehen da, die Zahlen sprechen für sich. Die Yanomami-Indianer haben fast doppelt so viele verschiedene Bakterien in ihrem Darm als wir Westler. Und man glaubt, dass das zu sogenannten Zivilisationen, ja, so ungefähr, also es schwankt ja auch. Also, und, aber es, eben, die Datenlage ist dichter. Ich zeige Ihnen einfach jetzt mal das. Man glaubt, dass das zu Zivilisationskrankheiten führt, zu Störungen des Immunsystems, Asthma, Arthritis und so weiter. Da. Zu metabolischen Krankheiten, zu Krankheiten des zentralen Nervensystems und es gibt sogar einige Krebsarten, wo es klare Korrelationen gibt zwischen der Verschiebung des Mikrobioms und der Krankheit selber. Und die Frage ist, woher kommt das? Was sind die Ursachen? Und was man vermutet, ist, dass die Ursachen da unten zu finden sind, veränderter Lebensstil, Lifestyle, weniger Bewegung, rumhängen. Ernährung hat sich dramatisch verändert in der westlichen Gesellschaft. Wenn man das vergleicht mit den Bauern in Malawi oder mit den Yanomami-Indianern im Amazonas-Delta. Medizin, moderne Medizin. Und übersteigerte Hygiene. Und das ist eigentlich ein totales Paradox. Es ist ein Paradox, weil es sind genau die Faktoren, und ich werde Ihnen nachher die Zahlen zeigen, die Lebenserwartung von uns Menschen in den letzten 120 Jahren verdoppelt haben. Genau die sind es. Und offenbar gibt es Kollateralschäden. Und das sind keine harten Fakten, das sind Vermutungen. Es gibt Korrelationen, ich sage das auch gleich, genau. Ich möchte Ihnen zuerst noch etwas anderes sagen. Sie können jetzt argumentieren, ja, so ein bisschen Asthma und so ein bisschen Fettleibigkeit, ist das wichtig? Ja? Aber ich möchte Ihnen die Zahlen zeigen. Das ist aus der Homepage der Lungenliga der Schweiz. Und das Wichtige steht hier unten, jedes zehnte Kind hat Asthma. Und die Zahlen steigen. Sie gehen nicht runter, sie steigen. Jedes zehnte Kind ist enorm hoch. Asthma ist eine ganz komplexe Krankheit, multifaktoriell. Das hängt sicher nicht nur am Mikrobiom, aber vielleicht auch am Mikrobiom. Die zweite Krankheit, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Diabetes. Eine richtige Pandemie. Das ist von der Weltgesundheitsorganisation. Fast jede zehnte Person auf der Erde hat Diabetes. Und Diabetes ist ein Risikofaktor für Folgekrankheiten, das weiß man. Und das dritte ist Fettleibigkeit. Obesity. Da steht die American Association, die American Medical Association, also die Gesellschaft der Ärzte in Amerika hat Fettleibigkeit zur Krankheit erklärt 2012. Warum? Weil es natürlich wiederum ein Increased Risk for Chronic Disease, eine ganze Reihe von, wenn sie Übergewicht hat, starkes Übergewicht, gibt es eine ganze Reihe von Folgekrankheiten. Eine aus drei Personen auf der Erde ist übergewichtig und eine in zehn ist stark übergewichtig, heißt Body Mass Index über 30. Ich kann Ihnen sagen, ich kratze hart an der 25er Grenze. Ich versuche, unterhalb der 25er Grenze zu sein. Wenn Sie 30 sind, dann in meiner Größe sind Sie 105 Kilogramm schwer. Also, das sind Fakten. Und jetzt kommt das Problem. Ursache, Wirkung. Was ist die Kausalität? Und das ist das große Problem von diesem Forschungsfeld.
Was die Wissenschaft, also die entscheidende Frage ist hier, gibt es einen direkten, das heißt kausalen Zusammenhang zwischen einem veränderten Mikrobiom und einem Krankheitsbild? Kausal. Was die Wissenschaft sehr gut kann, ist einen veränderten Zustand zu beschreiben. Sie kann das so gut, dass sie dazu übergegangen ist, diese Mikrobiomzusammensetzung als Frühdiagnostik zu brauchen, weil offenbar die sehr sensitiv auf Krankheiten, die sich anbahnen, reagiert. Aber was sie nicht gut kann, was viel schwieriger ist, ist zwischen Ursache und Folge zu unterscheiden. Und damit das wirklich allen klar ist, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Hier steht's. Seit den 50er Jahren hat sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, ist richtig hin, es ist fast verdoppelt. Nicht ganz verdoppelt. Gleichzeitig ist die Verbreitung der Fettleibigkeit beim Menschen stark gestiegen. Und wenn Sie jetzt Kausalität da reinbringen, dann heißt das ja, wenn der CO2-Spiegel hochgeht, dann werden wir fett. Das sind Korrelationen, das sind Assoziationen, zeitlich fällt das zusammen. Und wir alle wissen, dass wir nicht vom CO2 dick werden. Aber Sie können darüber auch ein bisschen länger nachstudieren. Und dann merken Sie, vielleicht ist es gar nicht so. Es gibt zumindest indirekte Korrelationen zwischen Dickwerden und dem CO2. Weil wir fahren natürlich viel mehr Auto, weniger Bewegung, wir essen viel mehr Fleisch. All das wirkt sich nicht nur aufs Klima aus, sondern auch auf unsere Fitness. Also, aber das sind indirekte Sachen, nicht direkt, keine Kausalität. Und ich möchte Ihnen zumindest zwei, drei Sachen zeigen, die sind direkt kausal in dem Zusammenhang. Und das Erste, wenn das geht, es geht nicht mehr, Kontakt verloren. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Ernährung. Sie kennen das vielleicht, der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach hat gesagt, der Mensch ist, was er ist. Jetzt können Sie da mit dem Herrn Feuerbach übereinstimmen oder nicht. Was klar ist, Fakt ist, ist, was wir zu uns nehmen, ist extrem wichtig. Und jetzt komme ich zurück auf diese Pflanzenfasern. Ich habe Ihnen vorher gesagt, die meisten unserer Bakterien, die sitzen da irgendwo im Dickdarm und die müssen wir füttern. Und das machen wir, indem wir Pflanzenfasern, Früchte, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, möglichst faserreiches Zeug. Das füttert die. Aber es geht nicht nur um diese Bakterien. Wir kriegen was zurück. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Was diese Mikrobiota da nämlich macht, sie fermentieren diese Pflanzenfasern zu kurzkettigen Fettsäuren, Essig, Propion und Buttersäure. Und das sind Magic Substances, haben wir gelernt in den letzten 10 Jahren. Für unseren Körper absolut Magic. Und es steht da rechts. Sie interagieren tatsächlich mit einer ganzen Reihe. Die werden übers Blut in unseren ganzen Körper transportiert. Und die interagieren mit einer ganzen Reihe von Geweben und Organen. Erstens einmal, sie ernähren den Dickdarm selber. Das Dickdarmepithel will keinen Zucker, es will nur diese kurzkettigen Fettsäuren. Wenn sie gar kein Gemüse essen und nie Fasern essen, dann verhungert der Dickdarm. Aber dann geht es übers Gehirn, es dämpft den Appetit. Das heißt, es regt die Bildung von Botenstoffen an, die den Appetit dämpfen. Es fördert die Insulinwerte, das heißt Diabetes, die Zuckerwerte werden plötzlich besser. Es wirkt entzündungshemmend, sogar tumorhemmende Wirkung ist nachgewiesen worden. Und es wirkt offenbar mildernd bei Asthmasymptomen, kurzkettige Fettsäuren. Die Botschaft, und ich glaube, das ist ziemlich klar, wissenschaftlich, die Botschaft ist glasklar. Essen Sie solches Zeug. Möglichst viel. Zumindest nicht nur das andere. Schöne Balance haben. Zweites Beispiel an Kausalität. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es nämlich wirklich ums Leben. Da geht es um ein Bakterium. Das ist, bei gesunden Menschen ist das Clostridium difficile ein harmloses Darmbakterium. Aber unter Umständen kann das in den Spitälern zu einem ganz gefährlichen Keim werden. Und es kann uns umbringen. Wirklich umbringen. Und erstaunlicherweise ist das ein Infekt, der von Antibiotika induziert wird. Das ist auch wieder so ein Paradox. Antibiotika sollten uns eigentlich vor Infektionen schützen, nicht Infektionen induzieren. Und ich werde Ihnen erklären, wie das geht. Das sind diese Clostridien, die machen sogenannte Überdauerungsformen, die Sporen. Wenn Sie eine Spore machen, dann sind Sie noch am Leben, aber man kann sie nicht mehr umbringen.
Also sie sind gegen alles resistent. Hitze, sie können die kochen, können sie nicht umbringen. Antibiotika bringen sie auch nicht um. Wenn Sie jetzt eine ganz normale Darmflora haben, alle Ihre Kommensale sind da und Sie schützen diese Nischen, dann hat Clostridium difficile keine Chance. Wenn Sie aber eine Antibiotikakur machen, dann werden Sie all die umbringen und jetzt verbreitet sich der massiv, macht Toxine und stört Sie massiv in Ihrem Wohlbefinden. Und das ist der Herr Nudorp, das ist ein holländischer Internist. Er hatte eine Patientin, die hatte eine Blasenentzündung. Das ist eine sehr häufige, wahrscheinlich die häufigste Infektionskrankheit überhaupt. Frauen haben das regelmäßig öfters in ihrem Leben. Er hatte eine ältere Frau, die hatte eine Blasenentzündung, die wurde behandelt mit Antibiotika. Die Blasenentzündung war weg, sie war geheilt. Und dann kam C. diff. Weil genau das passiert ist, was ich Ihnen im letzten Dia gezeigt habe. Nicht nur die Blasenkeime sind verschwunden, sondern die Darmbakterien sind auch verschwunden. C. diff hat sich vermehrt. Und die Frau war am Sterben und dieser junge Internist in seinem Enthusiasmus, der wollte die Frau nicht gehen lassen. Er hat sich in die Bibliothek gesetzt und hat gelesen. Und dann hat er alte Publikationen gefunden aus den 50er Jahren. In Amerika hatten das die Leute mal gemacht, dass sie C. diff behandelt hatten mit Stuhltransplantaten. Die Chinesen machen das seit dem 4. Jahrhundert nach Christus. Die haben das eigentlich erfunden. Die haben Durchfallerkrankungen behandelt mit Stuhltransplantaten. Sie haben Stuhl transferiert von einem Gesunden in den kranken Menschen. Die ältere Frau, die an C. diff fast gestorben war, nach dieser, Sie sehen hier, was er macht, diese Spritze. Hier wird aufgeschlemmt, Salzlösung wird das gemacht, mit der Spritze aufgezogen. Nach 3 Tagen war die gesund. Und ist aus dem Spital selber rausgelaufen. Erstaunlich. Heute können Sie praktisch in jedem Spital hier sieht man Johns Hopkins Medicine, Fecal Transplantation Bacteria Therapy. Eine absolut gängige Therapie. Nicht nur C. diff wird mit Fecal Transplantation behandelt, sondern eine ganze Reihe von anderen Krankheiten. Ich habe jetzt keine Zeit, darauf einzugehen. Sie können mich nachher fragen, dann kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen mehr erklären. Ich möchte Ihnen das letzte Beispiel sagen, weil jetzt komme ich so langsam zu meinem zweiten Narrativ. Und da hat es natürlich, das ist das Narrativ der Bösen. Aber bevor ich das mache, noch eine letzte Kausalität. Warum gibt es in diesem Mikrobiomfeld keine Kausalität? Es gibt viele Assoziationen, Korrelationen, aber keine wirklich gute Kausalität. Weil man natürlich mit dem Menschen keine Experimente machen kann. Und ist ethisch, geht das nicht. Das ist auch völlig klar allen. Aber ohne Experimente ist es ganz schwierig, Kausalität festzuhalten. Jetzt mit Mäusen können Sie Experimente machen. Und ich möchte Ihnen eins von diesen Experimenten vorstellen. Wenn Sie eine Maus nehmen, wie diese hier, und Sie geben der mit der Nahrung, steht hier, niedrig dosierte Antibiotika. Und zwar müssen Sie das machen in der ersten Lebensphase. Also neugeborene Mäuse, Sie geben denen was zu futtern und immer ein bisschen Antibiotika. Nicht zu hoch, immer ein bisschen. Dann wird aus diesen Mäusen, werden solche Mäuse hier, fettleibige Mäuse, Obesitas. Und der Effekt von dieser Antibiotikabehandlung wird verstärkt, wenn Sie denen zusätzlich noch fettreiches Futter geben, dann werden die noch dicker. Aber das Verrückte ist, wenn Sie jetzt aus dieser fettleibigen Maus den Darminhalt nehmen und ein Fecal Transplant machen in eine normale Maus, und Sie müssen der nicht mal fettreiches Futter geben, dann wird die auch fett. Das sieht man hier. Sie machen also Transplantation, dann wird die Maus genauso wie das. Und das heißt, nochmals, der Energy Harvest wird nicht von uns gemacht, nicht von der Maus, sondern von der Mikrobiota. Und das heißt auch, dass wenn Sie mit Antibiotika eingreifen, die Idee ist, dass man die Diversität reduziert, dass ein paar von denen sterben aus, weil sie natürlich von den Antibiotika gekillt werden. Und diese reduzierte Mikrobiota, die macht einen völlig anderen Energiehaushalt als die normale, stabile Mikrobiota. Und jetzt sind wir natürlich mittendrin im Thema Antibiotika. Ich glaube, ich werde das nächste hier kann ich überspringen. Ich möchte nämlich jetzt direkt übergehen zum zweiten Narrativ. Und ich möchte das wieder mit einem Kunstwerk machen, diesen Übergang. Das ist ein Bild von einem englischen Maler, heißt Lucas Fields. Und das Bild heißt The Doctor, der Arzt.
Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, mit viel rumgereicht. Und Sie sehen im Zentrum von diesem Bild ein kleines Kind. Das Kind, das wissen wir bereits, es wird sterben. Es hat eine Infektion, eine schwere Infektion. Fields verarbeitet in diesem Bild seine eigene Geschichte. 1877, das Bild, glaube ich, wurde gemalt um die 1880 rum, also Ende 19. Jahrhundert. 1877, am Weihnachtsmorgen, ist sein Sohn an Typhus gestorben. Und das verarbeitet er hier in diesem Bild, der Künstler. Und Sie sehen das Mädchen im Zentrum. Daneben sitzt der Arzt, der Doktor. Hinten sieht man die Eltern, der Vater, die Mutter, völlig verzweifelt, aufgelöst. Man sieht die Waffen, die die damalige Medizin hatte. Ohnmächtig, absolut. Die wussten nicht mal, was dem Mädchen passiert. Das war noch vor Pasteur und Koch. Man wusste nicht, dass Infektionskrankheiten durch Bakterien oder Viren ausgelöst werden. Und es ist gut für uns, dieses Bild hier und da anzugucken und zu sehen, wie es vor 100, 120 Jahren war mit der Medizin. Das ist ganz wichtig. Hier sind die Zahlen zum Bild, und das sind nicht Zahlen aus England, sondern aus der Schweiz. Da sehen Sie Lebenserwartung und Kindersterblichkeit. Wichtig ist der Tag oder ungefähr das Jahr, in dem das Bild gemalt worden ist, ist etwa hier. In der Schweiz fast eins von vier Kindern hat das erste Lebensjahr nicht überlebt. Kindersterblichkeit enorm hoch. Lebenserwartung durchschnittliche 40 Jahre. Und jetzt sehen Sie, heute sind wir hier, hat sich verdoppelt. Die Kindersterblichkeit ist implodiert. Gibt es fast nicht mehr. Und warum ist es so? Wenn man jetzt die andere Statistik anschaut und fragt, ja, an was sind dann die Leute im ausgehenden 19. Jahrhundert gestorben? Ja, irgendwo drin. Dann sieht man Tuberkulose, Lungenentzündung. Lungenentzündung sind alles Infektionen. Man sieht Infektionskrankheiten. Tuberkulose, der große Killer. Thomas Mann, der Zauberberg. Sie kennen das. Hier etwa wurde das Buch geschrieben. Thomas Mann hat den Zauberberg geschrieben, weil seine Frau in einem Sanatorium lag, in der Schatzalp, in Davos. Hat das verarbeitet auch. Und man sieht, das ist unwahrscheinlich, dieser Peak. Und alles ist weggegangen. Innerhalb von vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Jahren ist das richtig implodiert. Was ist passiert? Multifaktoriell, Hygiene natürlich, Wasser wurde besser, man hat angefangen, Abwasserleitungen zu bauen, die Ernährung wurde besser und die Medizin hat sich verändert. Ganz wichtig. Hier ein Bild aus Basel, Cholera, Typhusepidemien im ausgehenden 19. Jahrhundert. Große Epidemien, nicht nur in Basel, Zürich, Genf, überall. Hunderte von Toten. Und Sie sehen, warum das so war. Das ist ein Bild des Birsig aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Der Birsig, das ist ein Fluss, der kommt da oben vom Basel-Land her und fließt mitten durch die Altstadt von Basel. Und Sie sehen diese sanitären Einrichtungen, die man damals hatte. Alles ging in die Birsig. Wahrscheinlich 300-400 Meter weiter unten wurde Wäsche gewaschen, die Kinder badeten in kleinen Flüsschen. Das waren die Hygienemaßnahmen. Das hat sich natürlich geändert. Wasserleitungen, Abwasserleitungen wurden gebaut und so weiter. Aber dann ist Ende des 19. Jahrhunderts eine wissenschaftliche Revolution passiert. Und das ist eben die Geschichte, die wir eigentlich alle kennen. Und ich muss sie einfach nochmal erzählen, weil sie heute wieder wichtig ist. Die Revolution, die passiert ist, ist, dass zwei Herren die Theorie, dass Krankheiten aus dem Nichts entstehen, aus schlechter Luft entstehen und dass sie Gott gewollt sind, widerlegt haben und gezeigt haben, dass die meisten Krankheiten zu dem Zeitpunkt durch Infektionskeime ausgelöst werden, Bakterien oder Viren. Und Sie kennen das, Robert Koch, Louis Pasteur, beiden Antipoden, die mochten sich überhaupt nicht gegenseitig, es waren natürlich Konkurrenten. Und die haben die wissenschaftliche Basis geschaffen, dass man Bakterien überhaupt isolieren konnte aus einem Patienten und mit denen arbeiten, das wachsen konnte. Koch hat diese wunderschönen Postulate geschrieben, die Kochschen Postulate. Er hat gesagt, man kann nur dann eine Infektion wirklich nachweisen, wenn man aus einem Kranken oder Tier oder Menschen den Keim in Reinkultur züchten kann, diese Bakterienkultur wieder in ein Versuchstier gibt und das Tier stirbt oder wird krank und aus diesem Tier muss man den gleichen Keim wieder isolieren können. Das sind die berühmten Kochschen Postulate. Und das hat alles revolutioniert. Und das war die Basis für die nächste Revolution. Die kam ein paar Jahrzehnte später. Und ich habe kein besseres Bild gefunden, als diese Revolution zu zeigen, als das Bild von der Anne Miller,
1942 irgendwo in den Staaten Wisconsin. Anne Miller hat sich hier an der Backe verletzt. Infektion, ich glaube, es war eine Pneumokokkeninfektion. Sie sehen hier, ganz schwierige Infektion. Die Infektion ist durchgebrochen ins Blutsystem. Es hat eine Blutvergiftung gegeben und das war zu der Zeit tödlich, immer tödlich. Und das war die Mayo Clinic in Minnesota. Und da gab es einen jungen behandelnden Arzt, der hatte zufällig ein kleines Sample eines neuen Medikaments. 5 Gramm hat er, glaube ich. Und das war überhaupt nicht erprobt. Das kam aus England. Die haben das irgendwie versucht, dann am Menschen zu testen. Und die Anne Miller war eigentlich schon tot. Und dann hat er, jeden Tag hatte der eine Spritze gegeben mit dieser Substanz. Und wir sehen, was passiert ist. Innerhalb von 12 Tagen war das Mädchen gesund. Und das ist die Substanz hier, Penicillin. Sie kennen die Geschichte. Alexander Fleming, 1928, ein schottischer Mikrobiologe, hat diese Verunreinigung hier gefunden auf seiner Agarplatte. Er hat mit diesen Pneumokokken, das sind menschenpathogene Keime, die wachsen hier, sehen Sie, hat ganz einen Pilz. Zufällig wuchs der Pilz da auch drauf. Und der Fleming, das war ein scharfer Hund, der hat sofort gemerkt, dass irgendetwas mit diesem Pilz ganz sonderbar war. Und er hat gesagt, irgendetwas scheidet dieser Pilz aus, was die Bakterien hemmt. Pasteur hat einmal gesagt, der Zufall begünstigt einen wachen Geist. Chance favors a prepared mind. Und das war der Fleming, das war ein wacher Geist. Er hat das sofort gesehen. Und aus dieser Entdeckung kam das Penicillin raus. Das ist übrigens die Anne Miller, 75-jährig, die ist erst kürzlich im Alter von über 90 Jahren ist sie gestorben. Langes und erfülltes Leben. Ein Riesenunterschied. Und die nächste Grafik kommt aus einem WHO-Bericht zu Antibiotika, die Weltgesundheitsorganisation. Und was Sie hier sehen, ist eine ganz simple Grafik wieder. Sie sehen hier Zeitachse, 3 Wochen nach Infektion. Das sind Prozente und diese Kurven zeigen Ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Pneumokokkeninfektion, die sich in Ihr Blutsystem durchbricht, überleben. Nach einem Tag, nach 5 Tagen, nach 20 Tagen, praktisch null. Und dann kam Penicillin, baff, und jetzt sind wir 10-mal höher. Das heißt, es war eigentlich eine Wunderwaffe, die der Fleming hier gefunden hat. Und das kennen Sie vielleicht auch. Dann kam, hier ist der Fleming mit seinem Penicillin 1928, dann kam eine ganze Lawine von Antibiotika. Man nennt das goldene Zeitalter der Antibiotika in den 40er, 50er, 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Eine Substanz nach der anderen kam auf den Markt. Alle hochwirksam. Allen gemeinsam ist, mit Antibiotika können Sie nicht nur Symptome behandeln, wie zum Beispiel mit vielen Krebsmitteln. Sie können nicht heilen. Fast nie. Mit Antibiotika können Sie heilen. Sie haben fast keine toxischen Nebenwirkungen. Für ein Medikament eine absolute Seltenheit. Sie sind spottbillig. Sie haben eine Infektion, Sie gehen zum Arzt, Sie kriegen ein Antibiotikum, nach einer Woche sind Sie gesund. Das kostet Sie 50 Franken. Zurück. Und was man auch weiß, Sie sind ein integraler Bestandteil der modernen Medizin. Sie können heute keine Transplantationen, keine chirurgischen Eingriffe, keine Tumorchemotherapien machen ohne Antibiotika. Das geht nicht. Sie sind so wichtig geworden. Jetzt Fleming hat 1945 den Nobelpreis gekriegt für sein Penicillin und er hat in seiner Nobelpreisrede etwas ganz Wichtiges bereits gesagt. Er hat gesagt, it is not difficult to make microbes resistant to penicillin. Also es ist überhaupt nicht schwierig. Man kann diese Mikroben ganz einfach resistent machen gegen das Penicillin, indem man einfach die Konzentration ein bisschen runterfährt. Im Labor, das passiert, spontan. Und er hat bereits damals gesagt, aufgepasst, da kommt was. Und natürlich kam was, und Sie lesen das heute jede Woche in der Zeitung, Antibiotikaresistenz. Hier zitiere ich nur aus einem Surveillance Report von der europäischen CDC, das ist die Center of Disease Control, das ist das Äquivalent der amerikanischen CDC, Center of Disease Control. Und die machen das Monitoring von diesen Antibiotikaresistenzen. Und was Sie auf der linken Seite sehen, hier, das ist die Resistenzkarte
ist ein bestimmter Keim hier, der heißt Klebsiella pneumoniae. Das ist ein Keim, der unsere Lungen, der macht Lungenentzündung. Und was Sie hier aufgetragen haben, sind die Cephalosporin-Resistenzen. Das Cephalosporin ist ein verwandtes Antibiotikum zum Penicillin. Und Sie sehen, in Island ist es noch einigermaßen gut, aber je weiter in den Süden und je weiter in den Osten Sie gehen, desto mehr Resistenzen haben Sie. In diesen Ländern hier sind mehr als die Hälfte aller Spitalkeime bereits resistent gegen Cephalosporin. Sie gehen zu diesem Antibiotikum hier, das sind die Carbapeneme, das sind die Last Resort Antibiotics. Und es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt diese positive Botschaft ein bisschen wieder zerstören muss. The Last Resort Carbapeneme, das sind die Antibiotika, die man am Schluss noch hat. Bei vielen Keimen haben wir nur noch die eine Klasse. Und Sie sehen, die Resistenzen sind nicht schlimm, die sind alle noch relativ tief. Aber selbst da bei den Carbapenemen gibt es Länder, die bereits über 50% Resistenz akkumuliert haben. Und das Ganze ist wie eine Uhr. Man kann der Uhr zugucken, die tickt. Und es geht hoch und hoch und hoch. Warum? Weil wir natürlich ein gigantisches Evolutionsexperiment in die Welt gesetzt haben nach der Entdeckung der Antibiotika. Wir haben Millionen von Tonnen Antibiotika in die Umwelt entlassen. Und was wir gemacht haben nach Darwin sagte, alle genetischen Veränderungen sind zufällig, aber die Selektion treibt die Evolution. Was wir machen, ist, wir selektionieren immens stark für Resistenz. Das ist ganz klar. Das musste passieren und Fleming hat das bereits gewusst. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass wir die Leiter von da oben wieder nach unten rutschen, in die sogenannte Pre-Antibiotic Era, Zauberberg, Thomas Mann. Und jetzt bin ich fast am Ende. Es gibt Leute, die haben gesagt, Covid ist ein Krieg. Ein Krieg ist es sicher nicht. Aber ich glaube, was Covid ist, wenn man ein wirklich schönes Bild nehmen will für Covid, Covid ist ein bisschen wie ein Hurricane, wie ein Tsunami. Innerhalb von 1, 2, 3 Jahren der ganze Globus. Und er wird verschwinden wieder. Covid wird verschwinden. Wir werden Immunität aufbauen gegen Covid. Das ist überhaupt keine Frage. Und darum ist es ein Tsunami, der kommt und geht. Antibiotikaresistenz ist kein Tsunami. Das ist ganz langsam. Und es gibt Leute, die vergleichen Antibiotikaresistenz mit Global Warming. Global Warming, ganz langsam. Steigt. Und wo wir jetzt sind, wir stehen bereits im Wasser, bis da. Noch nicht hoch, ab es kommt. Das ist ganz klar, das ist. Und jetzt, was kann man dagegen tun? Jetzt komme ich zur positiven Meldung ganz am Schluss. Was macht man dagegen, wenn man keine Antibiotika mehr hat, die wirken? Man muss zuerst einmal auf die wahnsinnig gut aufpassen, die man noch hat. Das nennt man Stewardship. Das heißt, man muss sie eben nicht einsetzen gegen Verkältungen. Das ist der Grund, warum die Griechen so hohe Resistenz haben. Die nehmen immer Antibiotika für alles, spielt keine Rolle. Man sollte sie auch nicht den Tieren verfüttern, um die Produktion von Fleisch anzuregen. Es ist eine absolute Katastrophe. Stewardship, das ist das Erste. Das Zweite, was man machen kann, ist, man muss den Markt ändern. Ich habe gesagt, die Antibiotika, der Fleming hat sein Penicillin nicht mal patentiert. Er hat gesagt, das gehört der Allgemeinheit. Das hat aber zur Folge, dass die meisten Antibiotika sind wirklich spottbillig. Und das ist nicht nur gut. Das heißt nämlich, dass die großen Pharmafirmen absolut keinen Anreiz haben, auf Antibiotika zu forschen, weil sie müssten ein neues Medikament erfinden, das mindestens so billig ist wie die alten und mindestens so gut wirkt. Das ist fast nicht möglich. Sie können gegen die alten Antibiotika fast nicht konkurrieren. Das heißt, man muss den Markt ändern. Der Staat, die öffentlichen Gelder müssen sich engagieren bei der Antibiotikaforschung. Das ist völlig klar. Und das Dritte, was sie machen müssen, sie müssen die Forschung ändern. Die Antibiotikaforschung war ziemlich einseitig in den letzten 50, 60 Jahren. Und genau da setzen wir an, und jetzt komme ich zu meiner eigenen Forschung. Ende 2019 hat der Bundesrat viel Geld ausgeschüttet, für eine erste Tranche 120 Millionen. Aber das ganze Paket, das der Bundesrat ausgeschüttet hat, für dieses Programm ist 360 Millionen Franken wert. Er hat das gemacht für sogenannte National Centers of Competence and Research. Das sind also nationale Zentren der Forschungskompetenz. Und der Bundesrat macht das, indem er das Geld in die Hand nimmt und investiert in neue Felder von strategischer Bedeutung. Wissenschaftsfelder von strategischer Bedeutung.
also viel Geld, ich muss Ihnen sagen, dieses Geld wird dann von den Universitäten, die das erhalten, vom Schweizerischen Nationalfonds noch gematcht. Das heißt, es ist eigentlich doppelt so viel, sehr viel Geld. Es wurden 6 Programme bewilligt und eines von diesen Programmen, da bin ich sehr stolz drauf, haben wir nach Basel geholt, ich zusammen mit 2 meiner Kollegen im Biozentrum. Und das Programm, das wir anbieten, ist eigentlich eine Idee. Das ist ja verrückt. Sie kriegen ja das viele Geld vom Nationalfonds für eine Idee. Für eine Idee. Aber natürlich, Sie kriegen das auch ein bisschen für ihr Renommee als Forscher. Das können nicht alle kriegen, aber eigentlich nur für eine Idee. Und die Idee, die wir hatten, ist, die Pipeline für Antibiotikaforschung neu zu bauen, von Grund auf neu zu bauen. Und das ist mein wirklich letztes Slide. Ich weiß, ich bin schon viel zu lange über die Zeit. Das ganze Programm heißt Anti-Resist. Anti-Resist. Wir wollen also diese Resistenzen bekämpfen. Und also New Approaches, wir wollen neue Approaches to combat antibiotic resistant bacteria. Und was wir eigentlich ganz kurz gesagt machen wollen, wir wollen zuerst mal zurück zum Patienten. Wir wollen vom Patienten lernen, was es eigentlich heißt, infiziert zu sein, was die Physiologie ist von diesen pathogenen Keimen im Menschen drin. Und Sie können sich vorstellen, es ist nicht einfach. Sie haben da Patienten, irgendwo liegen, die haben eine schwere Infektion und sie wollen die forschungsmäßig irgendwie anzapfen und verstehen, was da überhaupt in dem Körper abgeht. Das kann man nur mit Medizinern machen. Und die Mediziner sind dabei. Das ganze Netzwerk umfasst Mikrobiologen, Infektionsbiologen, Mediziner, Ingenieure, Physiker, Mathematiker. Ein interdisziplinäres Netzwerk von etwa 25 Gruppen in der ganzen Schweiz, die arbeiten zusammen für das eine Ziel, diese Pipeline neu zu bauen. Die Information, die wir aus dem Patienten erhalten, die geht zurück ins Labor und jetzt machen wir etwas ganz Neues. Anstatt, dass wir die einfach in normalen Nährmedien wachsen lassen, die Bakterien, das hat man bis jetzt gemacht, und hat man Substanzen gesucht, die dieses Wachstum gehemmt haben. Wir bauen jetzt menschliches Gewebe nach im Labor. Zum Beispiel bei mir im Labor geht es um die Lunge, es geht um Lungenentzündung. Das heißt, wir machen Lungengewebe, züchten wir, Sie können das machen aus Stammzellen, Lungengewebe züchten und sie brauchen dieses Lungengewebe, um diese Infektionen nachzumachen, die wir im Patienten gesehen haben. Und wir versuchen, diese Lungensysteme so zu bauen, dass sie eins zu eins das abbilden, was im Patienten funktioniert. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir neue, bessere Systeme, um diese Infektionen zu verstehen. Wir haben bessere Systeme, um Chemie zu finden, neue Antibiotika. Das ist die eigentliche Idee vom Ganzen. Und noch einmal, dem Bundesrat war das, bei uns sind das 60 Millionen, die im Programm drin sind, die werden eben von der Hochschule gematcht, im Ganzen sind es über 120 Millionen, die da reinfließen in dieses Programm. Also, und mit dem möchte ich aufhören und mich bedanken bei Ihnen und wenn Sie Fragen haben, bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Jetzt wieder das Applausometer eingeschaltet hätten. Sie können mir das glauben, das war ein guter Vortrag. Gut, super. Und aus meiner persönlichen Erfahrung als ehemaliger Wissenschaftsjournalist, der sich immer wieder gefragt hat nach einer Sendung oder nach einem Talk mit einem Wissenschaftler, würdest du ihn weiterempfehlen, Skala 1 bis 10? Ich würde ihn einen 10 geben. Ja. Sehr schön. Sie haben sicher Fragen jetzt und ich möchte mit der ersten beginnen, und zwar mit der ersten Folie, die Sie gezeigt haben. ERC steht dort unten. Am Schluss haben Sie von den 360 Millionen Franken, die die Schweiz gibt. Hat das jetzt Auswirkungen, dass wir mit Horizon 2020 hier nicht mehr so engagiert, nicht mehr so angekoppelt sind an die EU? Was bedeutet das für Ihr Lungengewebe, dass Sie... Also ich kann Ihnen sagen, ich bin arriviert und alt genug, mich betrifft das nicht mehr so stark. Aber ich kann Ihnen sagen, wen es sehr stark betrifft, das sind die jungen Forscher. Das wird Sie immens, immens betreffen. Nicht mehr dieses ERC, ich habe 2,5 Millionen Euro eingeworben über Brüssel.
Sie kennen das System, die Schweiz schiebt Geld nach Brüssel, die anderen Länder machen das auch, es gibt einen großen Pott und da gibt es Konkurrenz um diese Gelder. Und die Schweizer und die Holländer und die Engländer sind immer die Besten, die kriegen die meisten von diesem Pott wieder raus. Und ich habe das gemacht und jetzt ist das ausgelaufen, das Programm. Und jetzt, es gab schon mal eine Phase, wo dann die Schweizer aus diesem Programm rausgeschmissen worden waren, weil sie diese bilateralen Geschichten und so. Und jetzt sind wir wahrscheinlich ganz draußen, also wenn ich die Politik so ein bisschen verfolge. Und ich kann Ihnen sagen, was das für Konsequenzen hat. Für mich persönlich sehr wenig. Aber wir werden es nicht mehr schaffen, die wirklich guten jungen Leute in die Schweiz zu kriegen, international. Wir werden Talent verlieren, das ist ganz klar. Ich kenne einen Fall ganz konkret in dieser einen Phase, da gab es mal 2-3 Jahre, da waren wir draußen. Da gab es einen jungen Forscher, den kann ich sehr gut, an der ETH, der hat da gerade abgeschlossen, einen Postdoc gemacht und der hatte ein Angebot von der ETH selber, eine Professur, und er hatte ein zweites Angebot von Max Planck in Marburg in Deutschland. Und der wäre gern geblieben. Und dann haben sie uns aus dem ERC Horizon 2020 rausgekippt und gesagt, ich gehe nach Deutschland. Und das sind so Fälle, die werden wir öfter sehen. Wir werden Brain Drain haben, wir werden Talent verlieren, das ist ganz klar. Also politisch ist das nicht für mich, aber für die jungen Leute ist das. Und im Endeffekt für die Schweiz, für die schweizerische Forschungslandschaft ist das eine Katastrophe. Es geht nicht ums Geld, weil das Geld, das jetzt einfach nicht mehr, dass wir nicht mehr in Brüssel worum wir nicht mehr konkurrieren können in Brüssel, das bleibt in Bern. Ich kann das jetzt in Bern abholen. Es geht um Konkurrenz, es geht um darum, dass man Anerkennung kriegt, dass man einen Wettbewerb hat und dass man eben die besten Leute reinkriegt. Das geht. Vorstandskollege Patrick Eschle holt jetzt weitere Fragen ab, wenn Sie Fragen ernst. Ja, also ich möchte mich auch bedanken für den guten Vortrag, mich dem Herr Lipuner anschließen. Mir hat eines gefehlt, und zwar haben Sie völlig ausgeklammert die Viren. Und so können wir den Bogen wieder herstellen zu Corona. Nicht Thema Corona, aber die Viren stellen ja auch, also ich bin nicht einverstanden, dass Viren keine Lebewesen sind, muss ich sagen. Ich meine, es gibt Hunderttausende oder Millionen von Virenarten und die leben genauso mit uns, mit unserem Körper, im Bakterium, im Boden und in Symbiose auch. Und natürlich ist das wieder ein ganz neues Feld und es ist dann sehr komplex, wenn man auch die Interaktion mit Viren bzw. Bakteriophagen berücksichtigt. Aber ich würde mich interessieren, wie sich Sie dazu stellen. Und es kommt ja jetzt zu einem neuen Projekt, das Sie haben. Gibt es ja die Möglichkeit, das kenne ich ja sicher, dass man mit Bakteriophagen operiert, um Bakterien spezifisch zu bekämpfen. Also da in Georgien gibt es ja diese Experimente. Würde mich auch interessieren, ob das in Ihrem Projekt irgendwo auch noch berücksichtigt wird. Also ich habe noch etwa 50 weitere Bilder. Ich habe wahrscheinlich für jede Frage eins, aber ich finde das eine wunderbare Frage. Ich habe ja über Viren überhaupt nicht geredet. Und der Grund, warum ich über Viren nicht geredet habe, ist, dass ich sie nicht so gut verstehe und dass man sie gesamthaft nicht so gut versteht. Aber jetzt gibt es zwei Arten von Viren. Es gibt Viren, die uns befallen. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Covid, HIV, all diese Viren. Wahnsinnig wichtig. Ich bin kein Virologe, darum lasse ich das meistens aus. Und dann gibt es Viren, die die Bakterien befallen. Das sind die Bakteriophagen. Und das sieht man hier, schon ein bisschen zu weit, auf meinem Bild hier. Ich hoffe, das bleibt jetzt so stabil. Was Bakterienviren machen, ist, das ist eine schematische Darstellung einer Bakterienzelle. Das ist so ein Virus, ganz klein. Die sind sehr spezifisch, interagieren die mit den Bakterien, zapfen die an, setzen sich auf die Oberfläche wie eine Mondlandefähre und injizieren ihr genetisches Material in die Bakterie rein und programmieren die Bakterie um. Und dann statt dass die Bakterie jetzt sich selber vermehrt, vermehrt sie die Viren. Aus jeder einzelnen von diesen Viren werden hunderte, tausende freigesetzt. Spezifische Interaktion, das heißt, sie können, das ist eigentlich ein wunderbares Mittel, die in der alten Sowjetunion hatten sie keine Antibiotika. Deshalb haben die Georgier eine sehr hochentwickelte Bakteriophagenforschung. Die mussten nämlich
hinter dem eisernen Vorhang ihre Patienten nicht mit Antibiotika behandeln, sondern mit Viren. Das kann man auch. Man kann Bakterien abtöten mit Viren. Und die haben sogar einen großen Vorteil, weil sie eben spezifisch sind. Wenn sie ein Breitbandantibiotikum schlucken, dann werden einfach alle Bakterien umgebracht. Und genau das ist das Problem auch mit dem Mikrobiom. Wenn Sie jetzt aber schaffen, Sie wissen genau, Sie haben in Ihrem Körper einen Pathobionten drin und Sie haben Viren gegen diesen Pathobionten, dann können Sie ganz gezielt behandeln, tatsächlich. Und ich habe nichts davon erzählt, ich habe Ihnen aber ein kleines Movie mitgebracht. Auf der rechten Seite sehen Sie Bakterien, das sind ganz normale Escherichia coli, Darmbakterien. Und was wir gemacht haben, wir haben Bakteriophagen auf diese Bakterien losgelassen. Und Sie sehen, was, wenn ich das anstelle hier, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann, was dann passiert. Erstaunlich, oder? Nein, das ist ein Zeitraffer. Dass jeder Infektionszyklus, Sie haben gesehen, am Anfang gibt es so ein paar Bakterien, die leuchten noch grün auf. Das sind diejenigen, die zuerst befallen werden. Das dauert etwa 1,5 Stunden. Dann wird aus jedem von diesen Bakterien kommen 1000 neue Bakterien raus und alle anderen rundherum, die noch nicht befallen werden, werden alle eradiziert. Also hocheffektiv, ganz genau. Es ist auch völlig klar, dass in unserem Mikrobiom die Bakteriophagen eine riesengroße Rolle spielen. Ich wollte die Geschichte einfach nicht auch noch reinmischen, weil es schon ziemlich komplex ist. Weitere Fragen? Ich habe gehört, dass es einen Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Colitis ulcerosa gibt. Können Sie da was dazu sagen? Ja, relativ wenig, weil genau aus dem Grund habe ich den Disclaimer gemacht am Anfang. Ich bin wirklich keine Ahnung, aber es gibt einen Zusammenhang tatsächlich. Also das sind chronische Entzündungen des Darmes. Es gibt nicht nur Colitis, es gibt noch andere, es gibt das Crohn's Disease. Und man nimmt an, dass Ursache-Wirkung, wieder nicht ganz klar, wie wird das überhaupt ausgelöst, aber die Bakterien helfen da natürlich nicht. Es gibt dann als Folge von dieser Entzündungsreaktion gibt es eine Dysbiose und das ist so wie ein aufschattender Effekt. Das weiß man. Erstaunlicherweise ist der Darm ist absolut sauerstofffrei. Wusste das früher auch nicht. Es gibt keinen Sauerstoff in Ihrem Darm. Darum fermentieren die ja auch diese Nährstoffe, die wir ihnen geben, anaerob, ohne Sauerstoff. Und bei diesen Entzündungsreaktionen, eine Sache, die passiert, sobald die Darmwand beschädigt wird, das wird sie in diesen Entzündungsreaktionen, dann dringt Sauerstoff ein in den Darm. Und das verändert die ganze Mikroflora enorm. Weil die meisten Bakterien, die in unserem Darm leben, die mögen keinen, die wachsen gar nicht in der Anwesenheit von Sauerstoff. Und wenn man die jetzt ins Labor nimmt und die züchten will, dann brauchen wir große Zelte ohne Sauerstoff und da drin können die wachsen. Und deshalb verschiebt sich das so dramatisch und es hat Auswirkungen, aber da bin ich wirklich zu wenig auf zu dünnen Brettern, dass ich Ihnen jetzt genau den Zusammenhang sagen kann. Alles, was mit diesen chronischen Entzündungen im Darm zu tun hat, das wird von der Mikrobiota massiv mitbestimmt. Ja. Warum ist die Antibiotikaresistenz im Osten so viel höher? Im Osten? Ja. Haben Sie gezeigt? Sie meinen in Europa, in den östlichen Ländern, Südländern. Ja, also gut. Ich glaube, es ist kulturell im Endeffekt. Bei uns, das darf man nicht vergessen, es gibt, ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel machen, Indien. Die wirklich großen Probleme sind in Indien. Indien hat, wenn Sie jetzt fragen, wer verbraucht am meisten Antibiotika? Das sind Länder wie Ägypten, Indien, Pakistan. Die Länder haben kein gutes Gesundheitssystem. Der indische Gesundheitsminister wollte, in Indien können Sie Antibiotika im Kiosk kaufen. Sie brauchen kein Rezept. Sie können das einfach im Kiosk kaufen. Da, wo Sie Zigaretten kaufen, können Sie auch Antibiotika kaufen. Der indische Gesundheitsminister, die wissen um das Problem, die wollten das verbieten, die wollten also Antibiotika rezeptpflichtig machen in Indien. Der musste das stoppen, weil, warum? Es gibt riesengroße Gebiete in Indien, die haben keine medizinische Versorgung. Das heißt, sie nehmen denen so quasi alles weg, nehmen sie die Antibiotika auch noch weg. Das ist ein riesengroßes Problem. Warum ist das in Griechenland so stark? Ja, eben, das hat zu tun, man nimmt halt ein Antibiotika, wenn man einen Schnupfen hat, dann nimmt man ein Antibiotikum. Frankreich auch, die Zahlen eher höher. Und ich glaube, es hat vielleicht etwas mit der Qualität des medizinischen Systems zu tun, aber sicher auch mit der Lebensphilosophie.
auch hier und da Frankreich weiß man, in Frankreich zum Beispiel arbeiten sehr viele Frauen, das weiß man. Die Zahl der Doppelverdiener in Frankreich ist viel höher, weil das vom Staat auch gefördert wird. Das ist eigentlich gut, die Frauen können arbeiten. Aber es hat eine dunkle Seite, weil das Kind nicht krank sein darf. Und man weiß, dass die Verschreibungen von Antibiotika in Frankreich viel höher sind. Und eben mein Kinderarzt, Ohrenentzündung, geht zum Kinderarzt, hat immer gesagt, keine Antibiotika. Und wir versuchen mal mit Abschwellen und da kommt das schon und es kommt immer, eigentlich fast immer. Und man nimmt eben ein Antibiotikum nur dann, wenn man es wirklich braucht. Und in diesen Ländern ist das nicht der Fall. Weitere Fragen noch? Ja, René? Wenn man jetzt so eine bestimmte Antibiotikumgruppe einfach nicht mehr brauchen würde, bisschen intelligent eingesetzt, gäbe es eine Möglichkeit, dass Resistenzen wieder verschwinden? Ja, das ist eine wunderbare Frage und ich muss noch mehr Negatives in den Raum schmeißen. Also es ist so, das haben die Schweden haben das mal gemacht. Die Schweden machen es immer gründlich. Wenn sie was machen, machen sie es immer gründlich. Die haben mal fast im ganzen Land eine Klasse von Antibiotika einfach besetzt. Und dann haben sie geguckt, was passiert. Man könnte sagen, es passiert genau das. Weil Antibiotikaresistenz ist nicht kostenfrei. Diejenigen Bakterien, die antibiotikaresistent werden, die wachsen so ein bisschen weniger schnell. Das gibt dann einen Fitness-Effekt, sagt man, ne? Und jetzt die Idee ist bestechend. Jetzt braucht man einfach, tut man ein Antibiotikum in den Kasten für 20 Jahre und dann ist alles wieder gut. Das Problem ist, diese Mutationen, die führen sofort zu einer Zweitmutation, weil diese Fitnesskosten sofort aufheben. Und das Perfide daran ist, wenn eine zweite Mutation da ist, weil Sie haben ja dann Fitnesskosten, haben Sie wieder darwinische Selektion, ne? Kommt eine zweite Mutation, Fitnesskosten sind weg. Aber noch viel schlimmer, diese zweite Mutation fixiert Ihnen die erste Mutation. Das heißt, Sie kriegen die nicht mehr. Und genau das kam aus der Studie raus. Also diese Adaptation von diesen Bakterien, die ist dermaßen schnell und plastisch. Das ist wirklich, ich glaube, das ist eine Einbahnstraße. Sie haben noch erzählt, in der Veterinärmedizin, dass das schlecht ist, wie dort die Antibiotika eingesetzt werden. Ist das noch so in der Schweiz auch? Ja, da sind die Schweizer natürlich dran. Das ist nur noch in beschränktem Ausmaß möglich, ist schon noch möglich, aber da sind die wirklich dran. Also der Gesetzgeber, das ist das Erste, das ist das Offensichtlichste, was passieren muss, dass das weggeht. Aber Sie können sagen, es reicht natürlich nicht, wenn die Schweiz das macht. In China gibt es Fabriken von Schweineproduktion, da hat es 40.000 Schweine drin. Und weil China, das Bedürfnis nach Fleisch ist so riesengroß, und so große Bevölkerung. Das heißt, die machen das natürlich sofort. Weil wenn man die Tiere unter solchen Bedingungen hält, dann muss man sie mit Antibiotika füttern, sonst hat man sofort Infektionen. In der Schweiz, ja, da sind wir auf einem guten Weg. Es geht langsam weg. Es gibt noch Ausnahmen, es ist noch erlaubt. Aber es dürfte gar keine Ausnahmen geben. Für mich ist es ein absoluter, das sind so wertvolle Medikamente. Wir geben die einfach weg. Letzte Frage. Ich habe zwei Punkte. Das eine ist die ersten Fragen, die Sie da aufgestellt haben, habe ich sehr gezögert bei der Frage, ist der Mensch steril oder dieses. Da habe ich sehr gezögert gedacht, eigentlich schon ist der Mensch steril. Es ist der Darm. Der Darm ist ja eigentlich ektoderm, also ist eigentlich Hautgewebe. Also ist. Aber da möchte ich anschließen. An die Haut. Was für eine Funktion hat, da ist ja auch ein Biom auf dem Bakterienbiom, was das für eine Funktion hat. Ja, wahrscheinlich, auch für eine schwierige Frage, was hat, so wachsen da einfach, sie mögen das da, es hat Feuchtigkeit, es hat Nährstoffe auf der Haut, wir scheiden ja, wir transpirieren ständig. Was ich weiß, ist, dass es wieder eine ganz starke Wechselwirkung gibt mit dem Immunsystem. Man weiß zum Beispiel, dass gewisse Fälle von Psoriasis, also diese Hautausschläge, das korreliert ebenfalls mit einer veränderten Zusammensetzung des Hautmikrobioms. Viele von denen, ist auch wichtig, auch im Darm, viele von denen sind einfach Mitläufer. Die sind einfach da, weil es da was zu fressen gibt. Und die haben sich so gut adaptiert an diese Mikronische, die sind sehr stabil da drin. Die müssen nicht unbedingt etwas Gutes oder Schlechtes machen. Das sind klassische Kommensale, Mitesser, oder? Das könnte gut sein, ich habe gesagt, 1000 verschiedene Bakterien da. Es ist gut möglich, dass 990 von denen einfach Mitesser sind. 10 sind vielleicht wichtig, das weiß man nicht genau.
Okay, gut. Ich denke, wir brechen hier ab. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken für auch diese Erklärungen jetzt am Schluss. Ich weise auf die nächsten Veranstaltungen hin, in 14 Tagen wiederum hier drin, geht es um Evolutionsmedizin, wie unsere Vergangenheit unsere Gesundheit beeinflusst. Also hat Fettleibigkeit zum Beispiel zu tun, dass man früher einfach Fett ansetzen musste, um Hungersnöte zu überwinden. Da gibt es verschiedenste Fragen, die hier gestellt werden. Dr. Nicole Bender wird zu uns kommen vom Institut für Evolutionsmedizin. Und dann am 5. Dezember drüben in der alten Kaserne, da machen wir einen Ausblick in die Archäologie. Und zwar in Basel. Professor Brigitte Röder kommt zu uns. Und sie hat ein ganz spannendes Thema ausgewählt. Der Jäger und die Sammlerin. Mit der Steinzeit die Klammer Geschlechter, Klammer geschlossen, Welt zu erklären. Wir haben heute Nachmittag mit ihr gesprochen. Sie sagt, sie werde immer als Radikalfeministin angeschaut. Sei sie überhaupt nicht. Sie würde einfach Fragen stellen, was vor allem bei Männern so sei, dass sie sagen, der Mann ist ein Jäger, die Frau ist eine Sammlerin, die ist für den Haushalt zuständig. Stimmt das überhaupt? Wissen wir etwas aus der Steinzeit und können wir das auch belegen? Ein höchst spannendes Thema, kann Ihnen das nur empfehlen. Kommen Sie am 5. Dezember vorbei. Und am 10. Dezember, Freitag, letzter Vortrag vor Weihnachten, Hoch- und Niedrigwasser in der Schweiz in einem wärmeren Klima. Wir sprechen ja alle vom Klimawandel und so weiter. Was hat das für Auswirkungen auf die Schweiz? Was weiß man? Was sagen die Modelle? Was sagen die Daten und so weiter? Da werden Sie am 10. Dezember hier drin wieder sehr viel Neues hören. Und der zweite Punkt, den ich hier noch anbringen möchte, Sie können bei uns Mitglied werden. Einfach. Sie ist nicht verboten. Hier haben Sie das Programm hier vorne. Können Sie mitnehmen. Bringen Sie es, geben Sie es Ihren Freundinnen und Freunden, Ihren Bekannten. Wir haben nur eine Bedingung, die Sie erfüllen müssen. Nicht Professor sein, nicht Doktor sein. Sie müssen nur neugierig sein. Sie müssen wissen wollen, warum etwas ist. Und dann bekommen Sie bei uns die entsprechenden Antworten. Und damit möchte ich Ihnen eine gute Heimkehr wünschen. Kommen Sie noch zu einem Bier? Liegt es drin? Knapp? Wer noch ein, zwei Fragen hat an Herrn Jenal, drüben im Reh, im Neumarkt, werden wir noch ein Bier nehmen. Alle anderen, danke vielmals. Kommen Sie gut nach Hause. Applaus